Für mich bedeutet Nachhaltigkeit, wenn wir in einer Welt leben, in der alle Menschen ein gutes, freies und selbstbestimmtes Leben führen können, ohne Angst, Krankheit, Naturkatastrophen, Hunger und sonstigen Mängeln. Und dazu ist es, glaube ich, sehr, sehr notwendig, dass wir unsere Ressourcen teilen und solidarisch sind. Und die Verantwortung des Einzelnen besteht darin, sich mit Konzepten auseinanderzusetzen, die vielleicht auf den ersten Blick etwas sperrig sind, die uns aber allen zusammen ein besseres Leben ermöglichen. Darüber nachzudenken, ob das Leben, das wir jetzt leben, wirklich das Richtige ist und die einzige Alternative sein kann, wie wir auf dieser Welt zusammenleben. Und die Pflicht ist auch dafür zu kämpfen, eine solche Welt umsetzen zu können. Ich beschäftige mich in meiner Arbeit ja sehr viel mit dem, was Konzerne versprechen, was sie an Öko und Sozialen leisten, also am sogenannten Greenwashing, und bin zu dem Schluss gekommen, dass große Konzerne natürlich niemals nachhaltig und sozialverträglich sein können, weil sie davon profitieren, möglichst viele Ressourcen zu verschwenden, Menschen auszubeuten, um die Preise niedrig zu halten. Und deswegen glaube ich keinem Konzern, der verspricht, er möchte jetzt Öko und Sozial werden, weil das kann niemals der Fall werden. Dann würden die sich um ihre Geschäftsgrundlage bringen. Damit beschäftige ich mich schon recht lange mit Greenwashing und stelle dummerweise aber auch fest, dass trotzdem viele Leute glauben, dass sich die Konzerne bewegen. Das möchte ich sehr gerne ändern, und ich möchte gerne die Menschen sehr viel mehr wütend machen auf die Konzerne, die ja doch einen Großteil der Verantwortung dafür tragen, dass die Welt so ist, wie sie ist und für viele sehr, sehr ungerecht ist.